Hallo und herzlich willkommen zu Deponia. Ufus hat gerade wieder Langeweile, wie man sieht. Er will beschäftigt werden. Wir haben letztes Mal versucht, Tonis Zimmer zu betreten und das ist ein Pfeil bei uns entgegengekommen. Das fand ich sehr schön. Gucken wir mal, ob wir jetzt genug Zettel haben. Um das hier unten zu betreiben. Den Ofen anzumachen. Ich hoffe es mal. Damit wir das Wasser Und rein kochen damit. können? Ne, ich frage es dann nochmal mit. Also wir müssen haben. Seitenschneider haben Es wir. fehlt nur noch der Seitenschneider. Warum auch? Zahnbürste brauchen wir noch. Proviant und Socken. Socken, ein paar Socken, noch eine ganze. Wir haben. Ach, guck mal da. Gelbe und eine blaue. Wenn man die zusammen wäscht, wird vielleicht grün aus, vielleicht. Gucken wir mal, ob es klappt. Okay, eine blaue Socke. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Ich wollte gerade fragen, wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Wir haben ein Sockenpaar. Einen Seitenschneider haben wir schon mal. Alten oder so. Ja. Irgendwie müssen wir nur an diese komische kleine Zahnbürste kommen. Ich finde bestimmt einen besseren Platz, um das Altöl zu entsorgen. Die Okay. Trinkwasserversorgung zum Beispiel. Hört sich gut an. Und weg damit. Boah, was für Lecker. eine Plörre. Jetzt haben wir ein leeres Glas. Unten war doch dieser Pinienkerne unten drin. Im Sofa. Gucken, was wir machen können. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in Na den gut, sind Ritzen. Wasabi-Nüsse, keine Pinienkerne. Ist auch ein Ich bisschen schätze, eklig, die ne? sind noch gut als Reiseproviant. Das haben wir, das haben wir, das haben wir auch. Das fehlt nur eine Zahnbürste. Dann vielleicht die Kamera auf. Keine Chance. Okay, Ich komme anscheinend damit zwar nicht. in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Ob wir Rossoptik Gott irgendwie sei aufbrechen Dank bin können? ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Okay, jetzt schon mal nicht. Das ist doof. Da war, glaube ich, auch nichts weiter. Ich habe aufgegeben, die Kiste aufzubekommen. Ich will sowieso gar nicht wissen, was da drin ist. Packen wir jetzt einen Seitenschneider in die Kiste. Seitenschneider, warum auch immer, check. Proviant auch reinpacken. Proviant, check eine für sofort und eine für unterwegs. So, ein paar Socken. Socken, check. Ich sollte sparsam mit meinem Proviant umgehen. Die Reise wird lang. Okay, nur gucken, was wir irgendwie haben, was wir rauskriegen. Aus der Ecke. Vielleicht kann man die mit dem Kern irgendwie anlocken. Das wäre ein super Köder, aber ohne Falle total verschwendet.
Kann man auch nichts weitermachen? Das ist auch nichts weiter. Da war auch nichts weiter drin. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Da gibt's nichts mehr. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Aber ich kann vielleicht aufbrennen. Damit kriege ich die nie auf. Die geht auch nicht gut. Ach, das ist ein Pömpel. Hab ich gar nicht gesehen. Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck. Aber mittlerweile schaut Toni da als erstes nach. Okay, und wer kann man? Wie das da? Tatsächlich. Eine Falle. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Put, 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 komm zu Papa. Ha, hab sie. So fängt man eine Zahnbürste. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Gucken, ob man die irgendwie reinigen kann. Die Zahnbürste ist zum Putzen da, nicht zum geputzt werden. Okay, dann halt nicht. Zahnbürste, check. Ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Jetzt passt es. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Na ganz toll. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. So. Gucken wir mal weiter. Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. So, und wohin jetzt damit?
Das Staufach ist zu. Tauchen wir das mal auf. So, und nun? Na, geht doch. Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Da passt sie wohl nicht hin. So, und wohin jetzt damit? Ja, das ist eine gute Frage. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Aber ich habe ja schon einen Schraubenschlüssel gesehen. Vielleicht kann man ihn dafür gebrauchen, ihn abzuschrauben. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch... Der ist jetzt wohl überflüssig. Okay. Das sitzt auch so schon fest genug. Sonst können wir nicht so weiter aufnehmen. Was hat denn Wenzel zu sagen? Hey Wenzel, was gibt es? Schon ein Zeichen von Orin. Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Okay. Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Okay. Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Du bist sicher traurig, dass du nicht mitkannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Ja, glaub ich auch. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Wohin bloß mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme. Okay. Klar musst du das. Noch was? Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphäre. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klaro, natürlich. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Ja, keine Ahnung. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit.
Rauschende Pokios haben möchte. So, nachdem wir uns jetzt durch die ersten Hürden und das Kofferpacken gepuzzelt haben, können wir auch gleich schon nachspielen, wie Rufus seinen ersten Fluchtversuch in Richtung Elysium raus aus dem Müll startet. Und ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch gleich mal Rufus zu fragen, dieses Ziel Elysium. Wir haben uns halt immer gewundert, beziehungsweise wir haben auch viele Kommentare von unseren Spielern bekommen. Ist das eigentlich wirklich was für dich? Ich meine, dort ist doch alles sauber und aufgeräumt. Also mir hat man das so, ich war ja nie dort, wie du weißt. Mir hat man das so erklärt, wenn man Deponia mit Berlin vergleicht, dann könnte man Elysium eher mit München vergleichen. Also es ist deshalb so aufgeräumt, weil immer Leute aufpassen, die einem sofort auf die Glocke hauen, wenn man irgendwie einen Bleistift fallen lässt oder eine Zigarette ausdrückt. Ich glaube, das wäre was für mich, so überwachungsmäßig. Ich glaube, das entspricht mir sehr, aber ich war ja nie dort. Ich kann mir das auch nur vorstellen. Also ich glaube, ich würde Elysium ganz gut tun. Ich bin vielleicht der kleine Haufen Hühnerscheiße auf dem Hühnersalat, der dem Ganzen die richtige Würze gibt. Ich meine, jetzt, wo ich das so sehe, das weiß der User ja gar nicht, was man da durchmachen muss. Also an dem Tag war es wahnsinnig heiß. Das sieht ja aus wie ein kühler Frühlingsmorgen, wo gleich Sekt gebracht wird oder so. Also wir hatten den ganzen Tag, das muss ich jetzt mal sagen, wir hatten den ganzen Tag überhaupt kein Catering und es waren 67 Grad, so gefühlt. Und nee, es war grässlich. Also ich wundere mich, wie nett das aussieht. Ich muss sagen, da hat uns hier der Wetterdienst ein kleines Schnippchen geschlagen. Es weiß ja niemand, dass die Aufnahmen zu dieser Szene halt genau in den Zeitraum des großen Kachelmann-Prozesses fielen. Und uns wurde nämlich gesagt, dass es da in dieser Szene Regen geben sollte. Und tatsächlich ist es so, und das ist jetzt tatsächlich ein ganz harter Fakt, dass ich ursprünglich geplant hatte, diese Szene im Regen zu drehen. Das heißt, wir kommen später nochmal in den Raum zurück im Spiel. Und da sollte dann so langsam der Regen des Morgens quasi verschwunden sein. Aber ich habe auch tatsächlich gerade neulich noch ein altes Charakterdesign von der Toni gefunden, die hier in diesem Raum steht mit einem dicken Ölregenmantel in so einer Pfütze und halt komplett zugeregnet ist. Und der Glimmstängel, den sie ja immer charakteristisch im Mund hat, halt auch schon ganz durchweicht und nach hinten hängend aussieht. Es gibt so ein Foto, wo Doris Day so ähnlich ausschaut. Ja, der Charakter Toni ist ja auch, aber den lernen wir ja jetzt später kennen, aber der ist ja auch grob an Doris Day angelehnt. Weiß nicht, ob du das wirklich alles erzählen möchtest, was du jetzt verrätst, aber ist ja nicht meine Sache. Okay. Gucken wir weiter, ob wir Bedientafeln bedienen können. Beziehungsweise die Harpune kalibrieren können. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Tja, mal mit Batterie. Gute Frage, ist voll. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Tja, das ist eine gute Frage. Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Da muss nichts geschraubt werden. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Der ist doch was für Anfänger. Fisch. Niemals. Mein Inventar könnte abbrennen. Und Toni wird es nicht noch einmal flicken. Da muss nichts geschraubt werden. Okay, guck mal nächstes Mal weiter, wie es weitergeht. Wie wir die Batterie da irgendwie reinkriegen und wie wir da drin sitzen können und die ganze Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, könnt ihr gerne auf das Video klicken. Dort ist es verlinkt. Ich wäre auch froh über ein paar Kommentare von euch oder einen Daumen hoch.
Dann sag doch mal bis zum nächsten Mal. Ciao.